So Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 4. Wie letztes Mal schon angekündigt auf Operation Spind mit Team Deathmatch. Einer meiner Lieblingsmaps. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier reißen können. Erstmal ein bisschen leiser machen. Ja, gegen Ende meiner Battlefield 3 Zeit hat sich ja Team Deathmatch schon so als einer meiner Lieblingsmodi herausgestellt, deswegen. Ja, mal gucken. Na komm. Na. Genau, die Map spielt, wie gesagt, auf einem, ja, auf so einem vereisten Gebiet. Irgendwie ein bisschen höher gelegen. Und es führt hier durch so ein unterirdisches Areal, was quasi noch so eine Art Gefängnis ist, was ich ganz cool finde eigentlich. Und was ebenfalls ganz cool ist, hier gibt es teilweise sehr viele Interaktionsmöglichkeiten. Also hier zum Beispiel so Dinge, die man zumachen könnte und so weiter. Voilà. Ein bisschen aufpassen ist auch angebracht. Und besonders hier die Beleuchtung. Sieht einfach mal ultra geil aus. Ups. Ein bisschen aufpassen auch. Also wie geil sieht das denn bitte hier aus, ey? Kann aber keiner was erzählen. Es leckt gerade nur ein bisschen, ich weiß nicht genau warum. Ganz so krass sollte es eigentlich nicht lecken. Whoops. Fuck. Jetzt ist es stehen geblieben, das ist natürlich auch geil. Moment, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Bin diesmal im anderen Team, okay. Macht aber nichts. Oh, jetzt habe ich keine Waffe. Oh Mann. Ja, das geht schon gut los. Aber jetzt können wir zumindest mal ein bisschen in Ruhe uns die Spielewelt angucken, wie schön die doch ist. Ah, jetzt habe ich eine Waffe. Ich habe auch keine Hauptwaffe. Ich habe nur. Ich hab nur eine Pistole gerade. Okay. Aber ich glaube, es sind sogar gerade irgendwie irgendwelche Serverarbeiten oder keine Ahnung. Irgendwas ist auf jeden Fall gerade. Ah, jetzt habe ich eine Waffe. Also zumindest wurde da im Startbildschirm noch irgendwas gezeigt, von wegen halt Serverfixes, von wegen weil Probleme und sonst was. Fuck. Von der kriege ich auch noch, oder? Hab ich einen erwischt? Nee. Deswegen, ja, vielleicht liegt es auch daran, wer weiß. Weiß ich nicht ganz genau. So, aber hier zum Beispiel dieses Schneegebiet, wie man vom Schneegebiet quasi reinkommt, das sieht auch immer ziemlich geil aus mit dieser Überblendung. Draußen kriegt man noch so einen kleinen Frosteffekt drumherum. Wie halt irgendwie beim Bloody Screen, nur halt dann mit Frost. Das ist sehr geil. Oder jetzt abseits der Map beispielsweise. Gibt ja diese zwei Visiere, die man teilweise dran hat. Also bei meiner AK habe ich die zum Beispiel dran. Muss ich gleich mal kurz zeigen. Ich finde es zwar jetzt nicht unbedingt richtig nützlich, zwei Visiere zu haben, aber es ist, also zum Beispiel beim Sniper ist es ganz cool, wenn man quasi mit dem ranzoomen kann. Hier zum Beispiel ist es jetzt nicht so sinnvoll, da kann ich hier so wechseln. Da habe ich halt auf der linken Fläche habe ich dann mein normales Visier, was halt irgendwie die komplette Sicht versperrt. Ist aber ganz cool, dass es geht. Und ich habe zum Beispiel beim Support habe ich quasi ein normales Visier, so ein Holo-Visier. Und da kann ich dann davor noch so ein, ups, noch so ein, ich glaube, Vierfach-Zoom draufschalten. Das kann ich auch mal gleich zeigen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das ist zumindest, das versperrt einem nicht so die Sicht. Da haben wir ihn, das müsste die richtige Waffe sein. Genau, da haben wir hier rechts diesen Zoom, der dann noch dabei ist. Und den kann ich dann einfach so davor legen. Der versperrt einem dann auch nicht die Sicht. Also der funktioniert dann theoretisch so gesehen ein bisschen anders. Mit dem mal ein bisschen Muni. So, und hier ist das zum Beispiel ganz nett. Dann kann man noch ein bisschen weiter reinzoomen. Ist eigentlich ganz nützlich. Also besonders bei dem jetzt hier, weil es da eben keine Sicht versperrt und ja, noch einen kleinen Zoom gibt. Das ist keine Riesenveränderung. Ich denke mal, wenn man dann so
weiß ich nicht, vierfach Zoom und irgendwie zwölffach Zoom hat, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, vierfach und sechsfach oder so hat. Dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht. In dem Fall ist das eigentlich ganz cool. So, mal Muni geben. Ich will ja nicht die ganze Zeit rumkämpfen. Ich will ja nicht als Kämpfer abgestempelt werden. Und dann auch noch als schlechter Kämpfer, das ist ja noch schlechter. Ja, geil. Cool, der hat ein Enton als Emblem. Auch nicht schlecht. Ja, der hat jetzt zum Beispiel eine andere Granate, die direkt bei Aufschlag explodiert. Auch nicht schlecht. Ich bleib mal kurz Support. Ich hätte auch gern ein paar neue Granaten. Ich habe einmal so eine Brandgranate gesehen, also kein Molotov-Cocktail, sondern halt mehr. Die explodiert halt so und dann sprüht die halt überall so Funken, macht noch so ein bisschen Rauch, also wirklich mehr wie so eine Rauchgranate, die aber halt noch so ein bisschen, ja, noch so einen feurigen Effekt hat. Die war schon sehr geil. Ich denke mal, die macht nicht viel Schaden oder so. Die sieht einfach geil aus. Das ist schon fast die Hauptsache. Genau, da ist so eine. Sehen wir jetzt gerade nicht so ganz richtig, aber geil aussehen tut sie. Wenn man sie jetzt noch besser gesehen hätte. Okay, da kriege ich irgendwie keinen raus. Ja, der hat zum Beispiel noch so ein grünes Laservisier, auch ganz cool. Also es gibt schon so ein paar freischaltbare Sachen, wo man sich echt erstmal erst fragt, so, okay, was ist das? Das sieht geil aus, möchte ich auch haben. Die werden wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie mal später Level 50 ist, ist das wahrscheinlich, ja, dann wird das einfach normal sein, dass man mit solchen Sachen rumläuft. Aber jetzt so zu Anfang ist es halt echt noch was ganz Geiles, mal so Sachen zu sehen, was es denn so für freischaltbare Sachen gibt. Hoppala. Oder ja, allgemein irgendwelche Waffen, die vielleicht einem auffallen, Brandgranaten und so weiter, Lackierungen. Das ist alles schon ganz cool und wenn man das dann halt nach und nach freischaltet, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass man da Spaß dran hat. Vor allen Dingen auch da, dass da vieles des Zeugs ja auch in diesen Battle Packs erhältlich ist und teilweise ja auch ausschließlich. Das ist nochmal so ein Anreiz, diese Dinger auch sich dann versuchen, ja, freizuschalten. Ich weiß gar nicht, ob man die zwangsweise jemand kaufen muss. Ich hoffe mal nicht. Ich denke mal, es wird später einfach nur länger dauern, bis man neu freischaltet. Und ich bin ganz schön schlecht. Aber das macht nichts. Ich meine, das sind jetzt auch nur 300 Kills. Wir haben jetzt schon, also der Gegner hat schon 210. Das wird gar nicht mehr so lange dauern. Das macht aber nichts. Man könnte auch noch eine zweite Folge, also eine Anschlussrunde direkt aufnehmen. So, mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit man da noch hat. Oh, dass ich den neu erwischt hab. So, nehmen wir dem mal da was hin. Oh, so eine Impact-Granate, wie geil die wäre, ey. Einfach die beim Aufschlag schon explodiert oder. Es gibt auch dieses Pack mit den drei kleinen Granaten. Ist ja auch was Geiles für mich, weil ich mag es einfach, Granaten zu werfen. Auch wenn ich damit vielleicht keinen umbringe oder so. Ist aber ein gutes Gefühl, eine Granate geworfen zu haben. Okay, wir haben uns gegenseitig ausgeschaltet. Auch nicht schlecht. Wird im echten Krieg wahrscheinlich nie vorkommen, dass man sich gegenseitig ausschaltet. Aber gut. Doch, kann vorkommen. Ach, hallo. Ja, kann. Frage an dich, fühlt sich das neue Battlefield denn noch an wie das alte oder besser? Ja, ich sag mal so, es fühlt sich schon besser an. Wenn es jetzt nicht die ganze Zeit, also zum Teil halt laggen würde, bei mir, ich habe jetzt 30 FPS mit Aufnahme. Hm. Oder wenn es so oft abstürzen würde oder sonst was. Aber so im Grunde genommen ist es schon geiler. Ich habe nachgelesen, du bist nicht der Einzige damit. Nee. Kein Fall. Es gibt jede Menge Leute, die sich in den Foren auch schon beschweren auf den offiziellen. Ja. Und so. Und ich habe dann haufenweise Bugs wieder gehört. Das auch, ja. Und wie ist von den Laufbewegungen so her? Und die Waffen, fühlen die sich noch wie das alte an oder sogar also, besser? Laufbewegungen an sich sind, glaube ich, recht gleich geblieben. Was anders ist, ist, dass wenn man sich hinlegt, dass wenn man gegen eine Wand quasi sich drückt
Und die Beine quasi durch die Wand kommen, dass man sich dann nach vorne pusht automatisch. Ja. Man kann auch um Seiten gucken, ne? Genau, das geht auch. Ist jetzt ganz nett, braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben zum Beispiel gerade gesehen, ich weiß nicht, ob man darauf geachtet hat, mit einem Gespräch, genau, hier muss das gewesen sein. Nee, woanders, doch hier. Eine Claymore gesehen, wo quasi die Bänder an den Seiten hier festgemacht worden sind. Ob das automatisch geschieht oder nicht, weiß ich nicht. Dass wenn man hier durchläuft, dass die Claymore automatisch aktiviert wird. Also sie explodiert nicht nur, wenn man drüber läuft, sondern teilweise auch, wenn man durch die Bänder läuft und quasi die Claymore halt aktiviert. Ist auch ganz cool eigentlich. Zumindest wenn man nicht der ist, der da durchläuft. Dann ist das cool. Ansonsten die Waffen, um deine Frage abzuschließen, die fühlen sich eigentlich besser an. Also teilweise haben die noch einen größeren Rückstoß. Das stört mich momentan ein bisschen. Weil der Rückstoß, ich habe mich noch nicht an den gewöhnt. Das ist schon echt krass. Oh. Ja, das fällt ja, also BF4 fällt bei mir in den Bereich, dass ich mich jetzt noch nicht groß spoilern lassen möchte. Leider schon ein bisschen viel von den Multiplayer-Maps gesehen, aber hey. Aber so waffentechnisch und so, lass mich nicht spoilern, bis ich halt die Möglichkeit bekomme, das selber mal zu spielen. Ja, das macht ja nichts. Klar. Jeder, wie er möchte. Ich will ja auch eigentlich gar nicht so groß gespoilert werden, irgendwie, indem ich mir jetzt andere Parts von Leuten angucke oder so. Genau, hier haben wir gerade was Neues freigeschaltet. Statt der offenen Visierung nehme ich jetzt mal die Lampe mit. Mhm. Mal gucken. Aber du sagtest, man kann durch XP diese Battle Packs freischalten von Bronze, Silber bis Gold, oder wie war das? Genau, also ich bin jetzt Level 6, glaube ich, und wenn ich Level 7 werde, kriege ich zum Beispiel ein neues Battle Pack. Das erste gab es, glaube ich, auf Level 3, dann 5 und dann 7 wieder. Die weiteren weiß ich noch nicht genau. Und es gibt auch für jede Waffe Battle Packs, wenn du die quasi zu Ende machst. Okay, cool. Also so wie so eine Art Service da, und was dann bei den Waffendingens drin ist, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich schätze mal, dass dann da einfach Aufwertungen drin sind, normale, reguläre. Genau, und so XP-Booster sind auch drin, da weiß ich jetzt nicht, was ich davon genau halten soll. Weil ich bin jetzt nicht so unbedingt der Freund von so XP-Boostern. Ja, da sieht man zum Beispiel gerade nochmal ganz schön die Claymore, jetzt am Ende des Bildschirms. Ganz cool gemacht eigentlich. So. Hast du das Spiel schon mal auf Ultra-Einstellung gepackt? Es war ganz am Anfang auf Ultra, ich habe es aber direkt eigentlich runtergestellt. Also ja. Nee, habe ich nicht wirklich. Mhm, 19, naja, ist jetzt nicht so ganz geil, aber ich habe mich gegen Ende noch ein bisschen gerettet. Wäre mal interessant, wie viele deiner Abonnenten denn schon BF4 zocken. Würde mich mal interessieren. Ja, könnt ihr mal reinschreiben. Wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt in 1 und 2. Ja, und wie euch das Spiel so gefällt am besten. Und auf welcher Plattform, ich denke mal PC vorrangig. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt auch viele Konsolenspieler unter meinen Leuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei Battlefield aussieht, aber ich meine, es gibt ja dann doch schon ein paar Probleme mit der Battlefield 4-Version jetzt. Ich weiß ja, es gibt ja auch viele Leute, die einfach erstmal abwarten, bevor sie was vorbestellen, und dann erstmal warten. Okay, was sagen die Leute denn zu dem Spiel? Gibt es Probleme oder sonst was? Und es erst dann kaufen. Wobei es natürlich für mich jetzt erstmal hier komplett weg wird. Ja, klar. Da ich es jetzt denke, dass es mein PC sowieso nicht schafft. Nicht mal auf Minimum. Ich möchte mir jetzt auch nicht, tut mir leid, klingt ein bisschen dummer, meine KD versauen oder so. Ich hätte auch nicht genug Spaß daran einfach. Weil Battlefield sieht einfach Hammer aus und das würde ich dann auch im vollen Maße genießen wollen. Ja. Deswegen warte ich lieber ab. Ja, das kann man auf jeden Fall. So, und jetzt kommt eine Mac Zavod 311, die kenne ich noch gar nicht. Die habe ich nur vom Namen schon mal gehört. Das wird spannend. Meinst du? Ja, weiß nicht, wenn du den noch kennst, ja. Ja, definitiv, wenn er gleich mit Laden fertig ist, dann seht ihr mal die Ladezeiten. Spielst du irgendeine Waffe im Moment besonders? Und wann welche? Ja, ich spiele hauptsächlich den Assault mit der AK momentan, AK-47. Und ist das wieder so, dass die Amerikaner und die Russen wieder unterschiedliche Waffen haben? Nee. Standard zumindest? Nee, bisher nicht. Also Chinesen gibt es ja auch noch, die haben aber auch keine eigenen Waffen.
Aber man trägt das Logo von der Nationalität auf seiner Waffe, ne? Ich glaube aber, es kommt von der, also auf die Waffe drauf an. Ich habe es jetzt noch nicht bei jeder gesehen, kann auch sein, dass ich noch nicht drauf geachtet habe. Aber die unterscheiden sich so minimum, vor allen Dingen minimal. Das ist. Ja, also mir fällt es eigentlich kaum auf. Ich weiß teilweise nicht mal, wo ich, auf welcher Partei ich gerade stehe. So unwichtig ist das. Also, das fände ich eigentlich gar nicht schlecht gefunden, wenn sie da jetzt wieder zwei verschiedene Sachen gemacht hätten. Aber ich bin mal noch gespannt, was da noch so für Waffen kommen. Ich habe mir die jetzt auch noch nicht durchgelesen. Ich meine, wenn man das Wobei das Waffenmenü. natürlich nicht schlecht ist, ne? Oh. Weil du hattest bei den Amerikanern immer die M1603 als Startwaffe, die auch immer schon richtig gut war. Ja, ich fand die auch Wobei damals die. schon richtig geil, nicht erst nach dem Patch. Eben. Und mehr ich auch. Und die AK war erst nicht so hammer, wurde erst später halt auf Entfernung richtig, richtig gut gemacht. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel noch nicht so genau geguckt, was ich denn später noch freischalten kann und wie und keine Ahnung was. Auch wenn man halt, wenn man ins Menü geht und halt die Waffe wechselt, dann sieht man schon direkt halt, welche ausgegraut sind, welche Waffen das sind. Und da kannst du ja sehen, Sturmgewehre und Ja, keine Ahnung da was. würde ich mich auch überraschen lassen. Ich habe jetzt leider durch die Kampagne schon ein paar gesehen. Zumindest, ich habe mir halt ein paar Reviews angeguckt. Wie es denn so ist bis jetzt. Aber ja, ich hoffe, dass viele neue dazugekommen sind. Ja, Und ein paar also ich habe alte so gibt viele neue noch nicht gesehen. Ein paar. Ich fand es bitter, dass die M1603 auf Mehrschuss jetzt gesetzt wurde. Das fand ich peinlich. Weil sie zu War dann nicht stark die war. M16A4 für? Ja, eben. Hm, okay. Und in der Beta war sie auch mit Automatik. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es die Funktion immer noch, nur dass automatisch auf Salven eingestellt ist. Boah, der lädt immer noch, ey. Ey, schon 3 Minuten mindestens. Ja gut, ich meine, also ich verstehe ja echt nicht, wo das Problem bei Battlefield ist, dass sie so lange zum Laden brauchen. Ich bin auch nicht der Einzige, weil meistens, wenn ich reinjoine, sind erst ein paar Tickets gefallen. Aber ich meine, da muss die Map ja immer wieder neu laden. So ist es ja nicht. Ist ja bei jedem anderen Spiel eigentlich auch so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er die Map an sich irgendwie nur im RAM speichert oder so und dann wieder rausschmeißt und das halt immer wieder neu laden muss. Ich kenne mich da jetzt so technisch nicht aus, wie sie das machen, aber das ist irgendwie nicht so klug gelöst, falls das so gelöst worden ist. Wie auch immer. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme und dann, wenn ich drin bin. Ich werde so das feiern. So, jetzt sind wir drin. Okay, Taschenlampe habe ich noch drin. Okay. Ja, den habe ich noch erwischt. Wurde aber auch gesehen. So, ich habe die Map jetzt noch gar nicht so genau gesehen in den 2 Sekunden, wo ich hier stand. Also jetzt in der Zeit wurden ungefähr 60 Tickets bei den Gegnern quasi, ja, erlangt. Wie auch immer. Gesundheit. Danke. Also doch schon, also ich bin nicht der Einzige, der so lange zum Laden braucht, aber schon, das war jetzt schon extrem lange. Okay, also die Map ist interessant, aber irgendwie, ja, mal gucken. Ich denke mal, die ist in der Eroberung ganz cool. Ja, wobei, hier auch wohl, oh, das Licht, geil. Ja, muss man mal sehen. Ich finde es halt ganz cool, wenn sie sowas machen wie bei Parasol Storm, dass sie dann halt. Oder Parasol Storm oder wie auch immer. Wenn sie da halt so Elemente reinbringen, die sich halt im Laufe der Zeit ändern. Einfach. Weil halt Zeit vergangen ist. Das finde ich halt ganz cool. Das war jetzt aber bisher die einzige, wo ich das gesehen habe. Da oben, ey, so ein Pionier. Ah, mit der Waffe sogar. Die finde ich eigentlich ganz cool, die Waffe, aber die hat noch einen zu krassen Rückstoß. Ich gehe einfach nicht. So. Ich kann mal ganz kurz gucken. Also auf dieser Waffe. Ja, doch, auf dieser Waffe ist das, ist die Flagge drauf, zum Beispiel. Die russische. Oh, wieder derselbe, ey. Steht da oben und campt da, ey. Ein Opa, ey.
Was eine Bitch. Oh, ist das hier? Das kann man anmachen. Geht das jetzt? Ah, hier ist so ein. Ach, hier ist so ein Lift. Ah, dann kann ich den runterlassen, wenn einer dazwischen steht und dann wird er zermatscht. Ah, okay, cool. Wer jetzt natürlich fragt, würde ich nur, ob es als Kill angezeigt wird, ne? Wäre geil. Schätze ich mal. Höhere Gewalt. Oh, bin ich schlecht, ey. Unglaublich. Ich spawn mal als Pionier, so YOLO. Und probier mal die andere Waffe aus. Ich finde die nämlich gar nicht schlecht, diese MX4. Promo, ey. Steht er und wartet auf mich. Tja, man kann auch sagen Natural Selection. Ja, das auch. Zerquetscht. Jetzt so ein krasser Rückstoß, die Waffe, ey. Oder Streuung auch. Was mir bei der Waffe zum Beispiel auch aufgefallen ist, das ist, glaube ich, bei der jetzt exklusiv bisher, dass wenn ich da nachlade, dass dann die, dass dann das Magazin wegfällt. Bei den anderen habe ich das nicht so. Das haben mir auch schon meine Kollegen gesagt, dass es so ist, aber bei allen Waffen eigentlich. Nee, bei allen ist mir das bisher nicht aufgefallen. Alter, vielleicht hatte ich da auch nicht so drauf geachtet, aber... Weil das war ein Punkt, der mich schon ziemlich fragwürdig gemacht hat, weil ich einfach immer, jedes Mal gleich nachgeladen. Ja, ich eben auch. Aber das fällt mir nur beim Pionier auf. Ich meine, ich habe bei den anderen teilweise weniger Munition und das ist nicht so. Alter! Okay, die Granate habe ich noch gelegt. Krieg ich damit noch jemanden? Nee. Das ist auch ganz cool, wenn ich die Granate werfen möchte, dabei sterbe, dann lasse ich sie noch fallen. Ist eigentlich ganz nett. Ist jetzt kein Muss, aber... Ach, das ist übrigens doch keine AK-47, sondern eine AK-12. Aha. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied liegt. Ich bin jetzt nicht so ein Waffenspezi, aber... Könnte sogar sein, dass es die neue Waffe schon ist. Ich muss sagen, aus... Oh, der ist gestorben. Aus der Hüfte schießen ist teilweise echt besser. Also, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Oder ich müsste halt das kleinere Visier benutzen. Oder beziehungsweise Kim und Korn, je nachdem. Okay, die hocken gerade alle draußen, wie es scheint. Ich finde das so witzig, dass man teilweise für irgendwie Feuerschutz, Sichtungsbonus und so weiter viel mehr Punkte bekommt, als wenn man da einfach nur den Kill abstaubt. Oder allgemein den Kill bekommt auch. Ja, aber ist es nicht so, dass es jetzt über Assist schon nach ein paar Malen als Kill zählt oder so? Es gibt so einen Modus Hilfe, zählt als Kill. Ich habe den aber selbst noch nicht so ganz verstanden. Also es kann sein, dass wenn man auf einen bestimmten Prozentsatz an Schaden gemacht hat, dass er dann als Kill gezählt wird. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, ich hatte zum Beispiel einmal 99 Schaden gemacht und dann stand da Hilfe zählt als Kill. Ich hatte jetzt gerade einmal 83 Schaden gemacht und da stand das ebenfalls. Also das kann sein. Da oben irgendwo auf dem Dach die Opfer, ey. Boah, der Rückschuss. Oh, der hat auch so ein grünes Laservisier. Das sieht echt cool aus. Ich bin echt neidisch. Boah. Granatwerfer, ey. Der beste Freund. Ich... mal ganz kurz. Die Waffe habe ich noch. Nee. Es gibt eigentlich schon ein paar geile Pistolen. Für die Pistolen kann man ja auch so Aufsätze freischalten und alles. Aber ich benutze die einfach viel zu wenig. So kacke. Hm, mal gucken. Ich muss mir da mal
paar Kills mehr machen. Aber irgendwie das erste Ding gibt es auch 30 Kills und das schaffe ich mit der Pistole einfach zu schnell. Ja, überhaupt. Der sich hier drin versteckt. Ne. Ich gehe mal auch nach oben. Gucken, was da so abgeht. Ja, die Map ist bisher eigentlich ganz cool. Also, zumindest für Team Deathmatch. Ich weiß nicht, wie es bei Eroberung aussieht später. Wie groß sie dann ist oder sonst was. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Du hast ja gesagt, du kennst schon ein paar. Meinst du Waffen? Hm? Was meinst du, kenne ich schon? Die Map Zavod 311. Wenn du mir das sagst, dann weiß ich es nicht, aber ich habe schon so ein paar gesehen. Zum Beispiel die Gefängnis-Map, die fand ich ganz schick eigentlich. Die Operation Spin wahrscheinlich, ne? Ja, die fand ich auch richtig geil. Also, grafisch alleine. Das ist schon echt Hammer. Gut, ich gehe mal nicht nach oben, da halten sich gerade die meisten Leute auf. Ich finde zum Beispiel solche Sachen wie Siege of Shanghai, die fand ich jetzt gar nicht so geil. War ja bei Battlefield 3 noch so, da war die Beta-Map jetzt gegen Ende für mich zumindest noch eine der geilsten mit Metro. Also Siege of Shanghai fand ich schon richtig Hammer vom Aussehen, ne? Ich hab's zwar nicht selbst gespielt, aber was ich gesehen habe so von der Beleuchtung her und so, ey, das ist echt. Ja, aber sie kann mit den anderen nicht mithalten und das Problem, was ich an der Map habe, ist, dass einfach so viele Häuser da sind, so viele Hochhäuser und die Sniper nur auf den Dächern rumliegen, dass es einfach keinen Spaß macht auf der Map. Da kann das Gebäude 10 noch so häufig abstürzen oder einstürzen. Es macht dann einfach keinen Spaß, wenn die Leute einfach immer nur auf den Häusern rumchillen. Das fand ich zum Beispiel so kacke. Ah. So, an sich ist es schon ganz cool, klar, aber die Leute spielen nicht so, wie es gedacht ist. Und das finde ich dann halt. Finde ich dann halt kacke. Stimmt. So, und bei den anderen war das jetzt nicht unbedingt der Fall. Also, eine, die ich gespielt hatte, ich glaube, Morgendämmerer war das. Die war so ein bisschen so. Die war aber nicht ganz so krass. Also nicht so viele Hochhäuser, sondern mehr, ich sag mal, es ist mehr so ein Armviertel und da gibt es dann halt auch viele Häuser, die auch ineinander verschachtelt sind. Aber es kommt dann mehr zu so Häuserkämpfen oder dass sich zwischen den Dächern dann zwischen den Dächern gekämpft wird und nicht von den Dächern aus runtergeschossen wird. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Sonst hier zum Beispiel auf der Map ist es ja so, da gibt es jetzt ein großes Dach über mehrere Etagen und das ist eigentlich noch in Ordnung. Also man kann sich auch innen drin verstecken, da kommen die Leute dann nicht hin, die oben chillen. Die Lampe kurz aus. Nein, von der Seite. Wie viel steht's eigentlich? 7, 11. Ah, kacke. Jetzt wahrscheinlich 12. Spielen wir nochmal als Versorger. Den Zoom mache ich jetzt mal noch nicht rein. Oh, da ist einer, okay. Mal den Zoom drauf, leg mich immer hin. Guck mal, ob ich hier jemanden sehe. Das ist die Campingarbeit. Ups. Hoppala. Er ist umgekippt. Ach, Nico, wir hatten ja auch gestern das Gespräch schon, das kann ich mal ganz kurz anschneiden. Mit Battlefront und dem neuen. Also 3 theoretisch. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also. Ja, ich mochte Battlefront auch immer sehr, aber da war es halt, ich bin halt gespannt, ob es primär die Ego-Shooter-Sicht sein wird. Die primär war in der alten Battlefront doch die dritte, ne? Ja, konnte es aber selbst entscheiden. Ja, also klar. Ich habe meistens die dritte gespielt, aber ich glaube, heute würde ich auch Ego-Shooter spielen. Ich hab damals immer die normalen Einheiten immer gerne im Ego-Shooter-Sicht gespielt und die Helden immer natürlich in der Third-Person. Das fand ich immer ganz cool. Und wenn die das wirklich so im Stil vom Battlefield machen, so, also mit der Engine, dann wird das richtig einmal. Ja, werden sie ja. Das ist aber, das Geile.
aber nicht besser als Battlefield, weil das Setting finde ich immer noch besser dazu. Ja, modern. Ich könnte sogar, also für mich persönlich würde ich sagen, es ist sogar besser. Im modernen Krieg, der interessiert mich noch mehr, muss ich sagen. Da planetmäßig und so können sie da echt noch mehr machen. Und Lensflares mal ganz abgesehen. Aber so settingmäßig, so mit echten Waffen, das finde ich immer schon geiler. Das fand ich auch bei Arma schade, dass sie wirklich nicht die originalen Autos und sowas genommen haben. Und Waffen auch nicht. Das fand ich schon ziemlich spannend. Ja, kostet halt, ne? So Lizenzen. Ja, ja, na klar. Er hätte sie natürlich, aber. Klar. Also wie gesagt, ich freue mich auf Battlefront riesig, weil. Klar, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich gehe mal davon aus, dass da ist das schon geil umsetzen wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Star Wars 1313 wollte ja auch noch, oder sollte noch entwickelt werden, das ist ja jetzt mittlerweile Akkublasen erstmal, oder wahrscheinlich auch für immer. Und wenn ich mir wirklich so ein zum Teil halt düsteres Star Wars wieder vorstelle, mit halt diesen ganzen Klonkriegen und Druidenkämpfen und was nicht alles, mit den ganzen Fahrzeugen, Raumschlacht und so weiter. Oh, den messere ich. Nein! Nein! Den messere ich doch nicht. Oder wenn ich mir jetzt sowas vorstelle wie die alten Planeten, also irgendwie Naboo oder so, oder Geonesis? Wie heißt er denn? Weiß ich gerade gar nicht. Geonois, weiß ich nicht. Oder, keine Ahnung, hat die ganzen geilen Planeten, dann habe ich ja schon extrem Bock drauf. Dann auch mit der geilen Grafik, die dann 2016 oder wann es rauskommt, noch geiler ist. Also ey. Krieg ich schon Pipi in den Augen. Pipi in den Augen. Pipi in den Augen, ja. Und Pipi woanders. Bah. Was? Ich weiß nicht, woran du da jetzt gerade gedacht hast, aber. Nicht an Pipi in die Augen. Naja, auf jeden Fall, ist hier einfach Oberhammer geil. Oh, wir haben verloren. Nur 12 Kills weniger. Fuck. Ich bleibe auf jeden Fall auch gespannt. Ja, gespannt auf jeden Fall, ey. Also, der Teaser-Trailer, ich meine, da hat man natürlich Render 10 genommen, aber auch das, ey. Schon ziemlich geil. Und ja, das könnte weiterhin nicht schlecht aussehen. Und dass gerade DICE das macht, das freut mich noch umso mehr. Ja, und DICE ist auch ein super Entwicklerstudio. Ja. Muss halt nur aufpassen, dass EA den da nicht zu viel. Ja, das Ding ist ja immer, ich glaube, EA hat ja, glaube ich, so am meisten zu entscheiden, wann das Spiel veröffentlicht wird, ne? Ja. Und es gibt ja schon den Gag so, dass EA seine Spiele schon versucht zu veröffentlichen, bevor sie überhaupt fertig sind. Ja, das ist ja auch so. Ich glaube, DICE könnte das noch viel weiter fertig machen, schon, wenn sie mehr Zeit hätten. Klar, definitiv ist ja bei Battlefield auch so. Es geht wahrscheinlich nur darum, dass sie es so weit wie möglich fertig bekommen zu dem Release-Datum, was schon viele Monate vorher bekannt gegeben wird, auch wenn sie vielleicht nicht fertig werden. Das ist das Problem, ja. Und da kann DICE natürlich nicht viel gegen machen, ist bei Battlefield 4 genauso. Da wollten sie einfach vor Call of Duty da sein, was sie jetzt geschafft haben, aber irgendwie so richtig funktionieren tut halt auch noch nicht alles. Ja, nur beschweren sich natürlich jetzt alle Leute, ne? Das. Ja klar, aber das nimmt ihr in Kauf. Ja. Aber ich würde sagen, das wär's jetzt mal wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Battlefield 4 wieder, dann vielleicht auch mal wieder mit Blub oder Terra Chiller oder irgendwem. Mal gucken. Juhu. Und Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.